Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereins, sehr herzlich begrüße ich Sie zum ersten Vortrag im neuen Jahr im Rahmen des Winterprogramms des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereins, der in bewährter Weise in Kooperation mit dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart durchgeführt wird. Wie bereits mehrfach im letzten Jahr zwingen uns bedauerlicherweise auch in diesem Winter die steigenden Corona-Zahlen dazu, den Vortrag nicht im Präsenz, sondern im Online-Format durchzuführen. Aber auf diese Weise kann ich sicher auch Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen heißen, die nicht aus Stuttgart und der Umgebung kommen. Mein besonderer Gruß gilt dem heutigen Referenten, Herrn Louis-David Finkeldey, der zu uns sprechen wird über Maître par moi-même, Herzog Karl Eugen von Württemberg, in seinen eigenhändigen Schreiben. Herzog Karl Eugen gehört zweifellos zu denjenigen württembergischen Herzögen, die bis heute im öffentlichen Bewusstsein sehr präsent sind. Diese besondere Rolle in der kollektiven Erinnerung beruht nicht nur auf seiner sehr langen Regierungszeit. Immerhin regierte er fast 50 Jahre ab 1744, als er als 16-Jähriger die Regierung übernahm, bis zu seinem Tod im Jahr 1793. Die Erinnerung an ihn wird unter anderem auch wachgehalten durch seine Schlossbauten. Denken wir mit dem neuen Schloss in Stuttgart und den Schlössern Solitude und Hohenheim nur an die drei großen Schlossanlagen, die in seiner Regierungszeit entstanden sind. Berühmt war Herzog Karl Eugen zudem für seine glänzende Herrschaftsrepräsentation und seine Förderung von Kunst und Kultur. Insbesondere in der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit stieß er zahlreiche innenpolitische Reformen an. Auf der anderen Seite war seine Herrschaft stark geprägt von innenpolitischen Auseinandersetzungen. Erinnert sei nur an seinen Umgang mit politischen Opponenten wie Johann Jakob Moser oder Christian Friedrich Daniel Schubert, die er ins Gefängnis werfen ließ. So war Karl Eugen bereits zu Lebzeiten eine umstrittene Figur, und auch das Urteil in der Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts fällt ambivalent aus. Der heutige Vortrag nimmt einen speziellen, bislang wenig berücksichtigten Aspekt des Handelns von Herzog Karl Eugen in den Blick. Im Mittelpunkt stehen die eigenhändigen Schreiben des Herzogs. Sie werden daraufhin untersucht, wie sich der Herzog in der alltäglichen Regierungspraxis als Handelnder inszenierte, wie er mit der Flut an eingehenden Schreiben und Anfragen umging und wie er für deren Bewältigung bei seinen Vertrauten Rat einholte. So wird ein neues Licht auf das politische Wirken Karl Eugens wie auch auf seine Person als Mensch geworfen. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Herrschaft Mömpelgrad oder Montbéliard. Ich möchte Ihnen noch den heutigen Referenten vorstellen. Herr Louis-David Finkeldey begann nach dem Abitur in Tübingen 2012 ein Studium der Geschichtswissenschaften und Romanistik an der Universität Tübingen, das er 2017 mit dem Master abschloss. Im Anschluss war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen und seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Württemberg und Montbéliard, eine Wissensgeschichte politisch-administrativen Handelns im 18. Jahrhundert am Seminar für Neuere Geschichte der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. In seinem Dissertationsprojekt untersucht er am Beispiel der württembergischen Distanzherrschaft in der französischsprachigen Grafschaft Montbéliard politisch-administratives Handeln auf Abstand. Forschungsaufenthalte führten ihn in den letzten Jahren nach Paris, Besançon, Vesoul, Colmar und Montbéliard. Die Dissertation soll in diesem Jahr abgeschlossen werden und dann wird Herr Finkeldey ab Mai die Ausbildung für den höheren Archivdienst antreten. Bevor ich nun das Wort an Herrn Finkeldey gebe, darf ich noch darauf hinweisen, dass es auch die Möglichkeit gibt, Fragen an den Referenten zu stellen. Sie sehen auf Ihrem Bildschirm oben rechts einen roten Pfeil, den müssen Sie betätigen, dann
klappt ein Menü auf und dort können Sie dann Ihre Fragen platzieren, die ich im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Finkeldey dann zu moderieren versuche. Und jetzt, lieber Herr Finkeldey, freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag und Sie haben das Wort und ich werde mich jetzt ausschalten. So, ich hoffe, man kann meine Präsentation gut sehen. Ja? Okay, dann beginne ich mal. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es eine große Freude für mich ist, in diesem Rahmen vortragen zu dürfen. Ich möchte mich zunächst einmal beim WGAV bedanken, diese Möglichkeit hier zu bieten und natürlich auch beim Hauptstaatsarchiv Stuttgart, das die technischen Voraussetzungen geschaffen hat und natürlich auch bei Ihnen, Frau Bickhoff, für die Einladung. Ich muss mich etwas entschuldigen heute. Ich bin ein wenig heiser. Der Wind hat mich im Griff. Deswegen werde ich ab und zu zum Schluck Wasser greifen müssen. Ich lade Sie heute sehr herzlich ein zu einer kleinen Reise mit Herzog Karl Eugen, der uns mit seinen Selbstzeugnissen unter anderem auch nach Mömpelgard führen wird. Der Vortrag basiert auf Ergebnissen aus meinem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Dissertationsprojekt, das sich mit der Distanzherrschaft Württembergs in Mömpelgard im 18. Jahrhundert beschäftigt. Eine der zentralen Perspektiven dabei ist natürlich die Herzog Karl Eugens. Am 26. Juni 1755 schrieb Herzog Karl Eugen von Württemberg dem Geheimrat und Gesandten am französischen Hof in Paris, Georg Philipp von Wernicke, dass er sich seit nun knapp 2 Monaten selbst den Regierungsangelegenheiten widme und alles in Erfahrung bringe, was diese betreffe. Er wolle nun maître par moi-même, sein eigener Herr, sein. Dieser Moment markierte einen Wendepunkt in der Regierungspraxis des Herzogs. Hatte er bis dahin die Führung der Geschäfte den Geheimräten überlassen, nahm er das Heft des Handelns nun selbst in die Hand. Die neue Motivation des Herzogs hatte zur Folge, dass er nun selbst mit den Angelegenheiten umgehen musste, die tagtäglich aus allen Ecken des Landes in die fürstlichen Kanzleien ankamen. Die Anzahl an Anfragen und Angelegenheiten, die es zu entscheiden gab, war dabei enorm. Allein aus Mömpelgard, was nur einen verhältnismäßig kleinen Teil des württembergischen Herrschaftsbereichs ausmachte, erreichte den Herzog pro Jahr ca. 100 offizielle Anfragen. Zuzüglich kamen natürlich die vor Ort bearbeiteten Angelegenheiten. Die Anfragen waren nicht selten zugleich umfangreich, kleinteilig, mehrdeutig und kontrovers. Die Angelegenheiten reichten thematisch von alltäglichen Problemen gewöhnlicher Untertanen wie Ehestreitigkeiten bis hin zu zwei zwischenstaatlichen Konflikten wie Grenzstreitigkeiten mit Frankreich. Die übermittelten Informationen waren dabei immer konstruiert, mit Interessen aufgeladen, sowie das Resultat vielschichtiger medialer, kultureller und sprachlicher Übersetzungs- und Aneignungsprozesse. Jede beteiligte Person schrieb aus seiner Perspektive und bettete die ihm übermittelten Informationen in seine eigenen Wissenshorizonte ein. Herrscher und ihre Regierungszeit stehen schon immer im Fokus der historischen Forschung. Wir können wirklich sagen, das ist einer der ältesten Forschungsbereiche der Geschichtswissenschaft. Dies trifft natürlich auch auf Herzog Karl Eugen zu. 1728 in Brüssel geboren, regiert er von 1744 bis 1793 fast 50 Jahre. Durch seine prächtigen Bauwerke, seinen ausufernden Lebensstil
Mitunter drakonischen Regierungsstil und seine Beziehung zu Franziska von Hohenheim ist er bis heute vielen in Erinnerung geblieben. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind zu ihm und seiner Regierungszeit schon viele Forschungen unternommen worden. Ich möchte an dieser Stelle gerne auf den Band von Wolfgang Merle hinweisen, an dessen Ergebnisse ich heute Abend anknüpfen möchte. Der Einfluss der Massen an Anfragen und Informationen, mit denen der Herzog konfrontiert war und wie er damit umging, ist bisher eigentlich nicht untersucht worden. Die Wirkung der kaum zu bewältigenden Papiermassen ist jedoch nicht zu vernachlässigen. Das Wissen und Engagement des Herrschers vis-à-vis der Geschäfte sowie die Entscheidungsfindung im Alltag war nämlich alles andere als selbstverständlich. Von den vielen Angelegenheiten, die es ständig unter Zeitdruck zu bearbeiten gab, hingen einzelne Existenzen und das Schicksal eines Landes ab. Wie Überlegungen zu Entscheidungsfindungsprozessen verdeutlicht haben, sind diese durchaus belastend. Entscheiden muss als eine Zumutung wahrgenommen werden, bei der Akteure zwischen verschiedenen Optionen wählen müssen, bei denen sie eigentlich nicht wissen, welche davon die richtige ist. In der aktuellen Pandemiesituation denken wir einfach an Triage und was das für die Ärzte bedeutet. Entscheidungen sind zudem nicht nur ein mentales inneres Geschehen individueller Akteure, sondern ein komplexer kommunikativer Prozess, der im Austausch verschiedener Akteure geschieht. Ebenso wenig ist bisher das linksrheinische Württemberg bzw. die Grafschaft Montbéliard, zu Deutsch Mömpelgard, in den Blick geraten. Die Beschäftigung damit ist jedoch äußerst fruchtbringend, da es in Montbéliard zum Beispiel keine Landstände gab, wie im Herzogtum, geraten neue Konfliktlinien in den Blick. Ausgehend von den eigenhändigen Schreiben Karl Eugens und mit einem Fokus auf Montbéliard werde ich heute der Frage nach dem Wissen und Engagement des Herzogs im politisch-administrativen Alltag nachgehen und untersuchen, auf welche Vertraute er sich stützte, mit welchen Themen er sich beschäftigte und wie er sich in der alltäglichen Regierungspraxis als handelnd und allwissend inszenierte. Der Vortrag basiert auf umfangreiche Archivrecherchen in Deutschland und Frankreich. Neben den bekannten Archivbeständen in Stuttgart habe ich mich auch mit den württembergischen Archivbeständen in Paris, Colmar, Besançon, Vesoul und Montbéliard auseinandergesetzt. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. In einem ersten, längeren Teil frage ich, wie sich Herzog Karl Eugen engagierte, über welches Wissen er verfügte und auf welche Vertrauten er sich stützte. In einem zweiten, kürzeren Teil werde ich danach fragen, mit welchen Themen er sich im alltäglichen Regierungsgeschäft beschäftigte. In einem dritten Teil möchte ich die Inszenierungspraktiken in seinen Porträts, seinen Reisen und Schreibpraktiken in den Fokus rücken. Es geht darum, wie er sich zugleich als allwissender, handelnder und volksnaher Regent darstellte. Herzog Karl Eugen war erst 16 Jahre alt, als er im März 1744 die Regierung in Stuttgart übernahm. In den ersten Jahren seiner Regierungszeit bis 1755 interessierte sich Karl Eugen für die Politik und die alltägliche Regierungsgeschäfte in Montbéliard wenig. Sucht man in den Verwaltungsakten nach seiner Beteiligung, wird man eigentlich nicht fündig. Zwar tragen die Reskripte seinen Namen, das alltägliche Regierungsgeschäft übernahm jedoch seine Räte und Kanzleien. Das geringe Interesse Karl Eugens an Politik und Verwaltung
spiegeln auch die Korrespondenzen wider. Hier ist nur ein Beispiel. In seinem Brief an den Gesandten in Paris, Georg Philipp von Wernicke, der dort in diesem Zeitraum natürlich wegen montbéliardischer Angelegenheiten verhandelte, dreht sich jedoch alles um Festivitäten und das Besorgen von Luxusgütern. So schrieb Karl Eugen am 19. Juni 1753 zum Anlass der Hochzeit seiner Schwester Auguste Elisabeth mit Karl Anselm von Thun und Taxis: C'est pour cet effet que je souhaiterais que vous faisiez faire à Paris une robe de cour pour ma femme du dernier goût et du dernier riche. Aus diesem Grund möchte ich, dass Sie in Paris ein Hofkleid für meine Frau anfertigen lassen, das dem neuesten Geschmack und Reichtum entspricht. Im weiteren Verlauf des Briefes erklärte er genau, wie das Kleid auszusehen und sogar, wie es anzufertigen sei. Auch in anderen Briefen ging es meist um Bestellung von Kleidungsstücken. Die Rechnung ließ der Herzog dabei aus den Einnahmen Montbéliards begleichen. Die Originale liegen heute in Paris. Politisch-administrative Themen lassen sich in den Briefen bis zum Jahr 1755 äußerst selten finden. Wenn Karl Eugen selbst auf politische Themen angesprochen wurde, handelte er delegierend. So schrieb er in einem weiteren Brief, dass er sich ganz auf Wernicke stütze, dass er schon alles Nötige tun werde. Der geringe politische Tiefgang der Briefe deckte sich mit einer geringen Dichte an Austausch. Karl Eugen tauschte nur unregelmäßig Briefe mit seinen Gesandten in Paris aus. Neben den offiziellen Anlässen wie Namenstagen und Neujahren versandte er eher selten Briefe. Während die Teilnahme Herzog Karl Eugens an den politisch-administrativen Alltagsgeschäften nicht allzu hoch bewertet werden darf, muss der Einfluss der Geheimräte jedoch umso größer eingeschätzt werden. Nach dem Tod Karl Alexanders 1736 konnte der Geheimrat seine Position erheblich ausbauen. Wegen der ständigen personellen Veränderung und internen Streitigkeiten in der Vormundschaftsregierung und der damit einhergehenden schwachen Position der herzoglichen Familie gewann der Geheimrat an Einfluss. Besonders die Geheimräte Friedrich August von Hardenberg, Johann Bernhard Bilfinger, Johann Ebert Georgi und der Gouverneur Reinhard von Gemmingen wurden für Montbéliard unumgänglich. Alle wichtigen Entscheidungen mit Bezug zu Montbéliard durchliefen ihre Hände. Die Herzog-Administratoren, die von Montbéliard wenig Ahnung hatten, segneten lediglich ab, was man ihnen vorlegte. Dieser Zustand blieb nach der Regierungsübernahme Karl Eugens 1740 eigentlich unverändert. Bis 1755 blieb der Geheimrat der Adressat für Fragen aus Montbéliard. Interessant ist an dieser Stelle zu beobachten, dass manche brisanten Angelegenheiten, die regelte, in Anführungszeichen, der Gouverneur von Gemmingen sogar intern, ohne Stuttgart zu informieren. Als 1750 beispielsweise drei niedere Amtsmänner eine Frau aus dem Dorf Exancourt bei Montbéliard wegen angeblicher Hexerei verschwinden ließen, sorgte er dafür, dass die Angelegenheit ohne Benachrichtigung der Stuttgarter Regierung erledigt wurde. Der Einflussgewinn des Geheimrats bedeutete zugleich den Niedergang des von Herzog Karl Alexander geschaffenen Mömpelgarder Departements. Wie aus den überlieferten Diarien hervorgeht, also Listen, in denen die Angelegenheiten notiert wurden, wurden dem Departement die wichtigen Entscheidungen abgenommen und seine Tätigkeit auf die Zuarbeit für den Geheimrat reduziert. Auch die Korrespondenzen mit zentralen Akteuren wie dem Gesandten von Wernicke in Paris oder dem Gouverneur von Gemmingen führten die Stuttgarter Geheimräte Georgi, Bilfinger und Hardenberg selbst. Indem die Geheimräte die Korrespondenten nicht über den Herzog verlaufen ließen, sondern persönlich führten, konnten sie darüber entscheiden, was der Herzog wissen oder nicht wissen sollte. Die Zeit von 1737 bis 1755 lässt sich aus Mömpelgarder Sicht zumindest
als Herrschaft der Geheimräte interpretieren. Die Rolle der Geheimräte ist somit aus dieser Perspektive, zumindest muss man sagen, eigentlich zu hinterfragen. Die Zeit bis 1755 lässt sich folglich als komplexe Gemengelage um Einfluss auf den jungen Herzog verstehen, der zu dieser Zeitpunkt, muss man auch sagen, noch sehr jung war. Bei dem Landstände, Geheimräte und natürlich die herzogliche Familie miteinander um Einfluss konkurrierten. Anfang des Jahres 1755 veränderte sich die Situation drastisch. Karl Eugen begann im Frühsommer damit, persönlich mit zentralen Akteuren Kontakt aufzunehmen und sich in die Angelegenheiten Montbéliards einzuarbeiten. Wann genau und weshalb der Herzog auf einmal begann, selbst zu Papier und Feder zu greifen, lässt sich eigentlich nicht zweifelsfrei klären. Er deutete jedoch bereits in einem Schreiben vom 7. Juni 1755 an seinen Bruder Friedrich Eugen an: Je me trouve actuellement un peu occupé par quelques arrangements que je me suis vu obligé de faire. Ich bin derzeit mit einigen Sachen beschäftigt, zu denen ich mich gezwungen sah. Je intensiver sich der Herzog einarbeitete, umso stärker stellte sich bei ihm das Gefühl ein, über Jahre hinweg im Dunkeln gelassen, ausgebotet und hintergangen worden zu sein. Er erklärte am 26. Juni dem Gesandten von Wernicke: Il y a à peu près depuis deux mois que je trouve bon de vaquer uniquement à mes affaires et de mettre par là en connaissance de tout ce qui peut les regarder. Cette envie d'être maître par moi-même est venue par le peu d'envie que j'ai vu que l'on a eu que cela soit. Es ist etwa zwei Monate her, dass ich es für gut befunden habe, meine Angelegenheiten selbst zu regeln und mich über alles zu informieren, was sie betreffen könnte. Dieser Wunsch, mein eigener Herr zu sein, ist entstanden, weil ich gesehen habe, dass kaum jemand wollte, dass dies geschehe. Ähnliches schildert auch in anderen Korrespondenzen, zum Beispiel seinem Bruder Friedrich Eugen und natürlich dem Gouverneur von Gemmingen. Den Brief mit der hastigen handschriftlichen Antwort, Konzeptantwort, sehen wir hier. Um diesem Gefühl entgegenzuwirken, entließ der Herzog zunächst den Geheimrat von Hardenberg. Als Grund für die Entlassung gab Karl Eugen den Despotisme an, mit welchem Hardenberg bis zu ihm herrschen wolle, der ihm nun zu viel geworden sei. Karl Eugen ordnete weit an, dass man nun alle Schreiben an ihn adressiere und dass man nur noch Befehle erhalten solle, die von ihm eigenständig unterschrieben seien. Karl Eugen macht es damit anderen Herrschern wie Maria Theresia, Josef II. Oder Philipp II. Von Spanien gleich, die sich ebenfalls persönlich den Regierungsgeschäften widmeten. Mit der Entlassung von Hardenberg begann Karl Eugen, den württembergischen Geheimrat zu entmachten und setzte ihn auf seine Funktion als beratendes Gremium zurück. Ähnlich erging es auch den Verwaltungsakteuren in Montbéliard. Karl Eugen beschnitt erstens die Macht des Gouverneurs und wies den Conseil de Régence an, alle Angelegenheiten zuerst an ihn, also an Karl Eugen, weiterzuleiten. Der Entmachtung folgte eine Regierungsumstrukturierung. Karl Eugen ernannte Kabinettssekretäre, die ihm bei der Bewältigung der Arbeit helfen sollten, und stellte diese neu geschaffene Kanzlei rangmäßig über den Geheimrat. Im württembergischen Adressbuch von 1756 listet man diese Mitglieder demonstrativ und für alle sichtbar vor jenen des Geheimrats auf. Um einen direkten Kontakt mit den Untertanen herzustellen, führte Karl Eugen zudem Audienzen ein und forderte seine Untertanen dazu auf, sich auch schriftlich an ihn zu wenden. Um dem schlechten Zustand im Lande entgegenzuwirken, rief Karl Eugen
am 3. August 1755 zudem dazu auf, Vorschläge einzureichen, wie sich die Situation Württembergs verbessern lasse. Diesen Aufruf wiederholte er noch einmal im Jahr 1758. Auf seine Aufforderung erhielt er zahlreiche Antworten. Unter anderem auch natürlich aus Montbéliard. Der spätere Conseiller de Régence Ferdinand Alexander von Sponeck und der Unternehmer Lecomte legten ihm am 27. Juni 1756 einen Vorschlag für die Schaffung einer Leibrentenversicherung vor. Ein weiterer Schritt war schließlich, dass Karl Eugen vom Gouverneur von Gemming eine Abhandlung über Montbéliard erbat, die ihm einen Überblick über die Verhältnisse in der Grafschaft verschaffen sollte. Die daraufhin in wirklich kürzester Zeit unter Hochdruck entstandene Abhandlung konnte Gemming bereits am 23. August in Stuttgart vorlegen. Also innerhalb eines Monats wurde eine Abhandlung über die Grafschaft Montbéliard aus dem Boden gestampft. Dieses Werk ist aber eigentlich für Montbéliard relativ wichtig, wurde nämlich in den folgenden Jahren zu einem der wichtigsten Wissenswerkzeuge in Bezug auf die Grafschaft Montbéliard. Die drastische Umgestaltung schlug sich daraufhin auch in der alltäglichen Arbeitspraxis nieder. Ab September 1755 lassen sich regelmäßig Annotationen des Herzogs wiederfinden. Die aus Montbéliard eingehenden Schreiben waren nun durch Karl Eugen selbst durchgesehen und mit Hilfe seiner Kabinettssekretärin bearbeitet. Die eigenhändigen Notizen Karl Eugens lassen sich auf diesem Konzeptreskript sehr gut sehen. Die Sekretäre aus den Familien Georgi, Feuerlein und Schmidlin, die mit Familienmitgliedern sowohl im Herzogtum als auch in Montbéliard vertreten waren, also wirklich an beiden Standorten, entwickelten sich in der Folgezeit zu den zentralen Vertrauten des Herzogs in Mömpelgarder Fragen. Der Zeitpunkt, an dem Herzog Karl Eugen begann, sich persönlich mit den alltäglichen Verwaltungsangelegenheiten auseinanderzusetzen, war jedoch äußerst ungünstig. Das europäische Machtgefüge stand unter enormer Spannung. Es bahnte sich ein globaler Konflikt an. Wie Karl Eugen in einem Brief selbst richtig deutete, sei ein Krieg im Frühjahr 1756 irrefeierbel, unumgänglich. Preußen und Österreich stritten sich um Schlesien, aber auch die europäischen Kolonialmächte, England und Frankreich, kämpften um ihre Vormachtstellung in Nordamerika und Asien. Man stand kurz vor dem Beginn des Siebenjährigen Krieges. In diese wirklich komplexen und tiefen Spannungen war Württemberg tief verstrickt. 1752 hatte man nämlich einen Subsidienvertrag mit Frankreich geschlossen, der Württemberg gegen Geldzahlung dazu verpflichtete, Soldaten aufzustellen. Württemberg war somit einig Parteigänger Frankreichs. Dass Karl Eugen kaum Regierungserfahrung hatte und noch kaum in die Geschäfte eingearbeitet war, vereinfachte die Lage nicht und zeigte sich auch in den darauffolgenden Jahren. Während in Montbéliard in den Jahren 1755 bis 1760 ein Anstieg an Schreiben nach Stuttgart zu beobachten ist, der auch als Zuwendung zum Herzog interpretierbar ist, war das Herzogtum Württemberg in diesen Jahren hingegen von Unruhen gekennzeichnet. Die Landstände nämlich widersetzten sich den Plänen des Herzogs, der versuchte, insbesondere die Eliten, die Ehrbarkeit und ihre ständische Vertretung in der Landschaft zu entmachten. Wohl nicht zuletzt aus diesen Gründen gab Herzog Karl Eugen die montbéliardischen Angelegenheiten 1759 an seinen Minister Friedrich Samuel von Montmartin ab, der diese bis 1766 auch führte. Siebzehnhundertsechsundsechzig veränderte sich die Situation erneut. In diesem Jahr organisierte Herzog Karl Eugen seine Regierung erneut um. Er entband den Grafen von Montmartin von seinen Aufgaben zu Montbéliard und widmete sich fortan erneut selbst dem Erledigen der alltäglich anfallenden Angelegenheiten.
Karl Eugen wendete sich damit erneut Montbéliard zu. Anlass zu dieser erneuten Hinwendung war wohl die juristische Niederlage gegen die Landschaft im Herzogtum. In den 1760er Jahren konnte sich die Landschaft zunehmend erfolgreich gegen die Forderung des Herzogs wehren. Im Frühjahr 1767 wurde ein Großteil der höfischen Schauspielgruppen aufgelöst, sowie die Oper und die Truppenstärke reduziert. Montbéliard erschien wohl in diesen Jahren somit als willkommene Ablenkung. Die intensivere Auseinandersetzung mit Montbéliard schlug sich nicht nur in der alltäglichen Entscheidungspraxis nieder, sondern zeigt sich auch anhand mehrerer Reisen, die der Herzog zwischen 1770 und 72 dorthin unternahm. Gegenüber den Reisen in früheren Jahren waren diese Aufenthalte des Herzogs verhältnismäßig lang. Karl Eugen blieb bei jeder Reise mindestens eine Woche in Montbéliard. Er hielt dabei Audienzen, leitete Sitzungen des Conseil de Régence und bereiste das Land. Er handelte damit ähnlich wie andere Herrscher europäischer Distanzverwaltungen. Die Könige von Großbritannien beispielsweise reisten in den Sommermonaten nach Hannover, um sich ihren dortigen Pflichten zu widmen. Karl Eugen trat bei seinen Reisen nach Montbéliard häufig öffentlich auf. Er hielt auch Reden und nahm sogar an protestantischen Messen in der Kirche Saint-Martin teil, was für ihn als Katholik im 18. Jahrhundert keinesfalls selbstverständlich war. Die Jahre 1770 bis 1772 können demnach als eine Hochphase herzoglichen Interesses an den linksrheinischen Teilen Württembergs interpretiert werden. In den darauffolgenden Jahren nahm die Anzahl an Reisen Karl Eugens und auch die Zahl nach Stuttgart versandter Schreiben aus Montbéliard wieder kontinuierlich ab. Dieses Mal war es kein abrupter, sondern ein schleichender Prozess. Dies lässt sich in gewisser Weise auch als langsamer Rückzug des Herzogs aus den montbéliardischen Angelegenheiten interpretieren. Gründe dafür lassen sich mehrere ausmachen. Ein erster war die Niederlassung seines Bruders Friedrich Eugen mit seiner Gemahlin Friederike Dorothea von Brandenburg-Schwedt und seinen Kindern in Montbéliard 1769. Die Niederlassung erhöhte zunächst kurzfristig das Interesse Karl Eugens an Montbéliard, führte auf Dauer aber zu dessen Rückzug. Friedrich Eugen übernahm nämlich zunehmend politisch-administrative Aufgaben und entwickelte sich zum unerlässlichen Informanten Karl Eugens, sodass 1786 er auch die Statthalterschaft der Grafschaft übernahm. Dieser intensive Austausch ist besonders deutlich in den Korrespondenzen, die wirklich einen großen Ausmaß annahmen. Die Brüder tauschten dreimal wöchentlich Briefe aus, und zwar so häufig wie der oder die herrschaftliche Botin aus Montbéliard für die Weiterleitung nach Belfort reiste. Also dreimal wöchentlich war das Maximum, was man an Korrespondenzen von Montbéliard nach Stuttgart verschicken konnte. Ein zweiter Grund war Franziska von Hohenheim, die Karl Eugen 1769 kennengelernt hatte. Wie aus den vielen kleinen Billets und Liebesnoten hervorgeht, bildete sie für den Herzog einen quasi emotionalen Rückzugsraum. Ich habe jetzt nur eine kleine Note ausgewählt, dir geweiht, ganz dir geweiht, in einem schönen herzförmigen Papier, was doch ganz deutlich zeigt, über was für eine tiefgründige Zuneigung wir eigentlich hier sprechen. Und dies war nicht alles. Wenn wir diese zwei Schriftstücke sehen, sehen wir auch, dass sie ihre Reisen gemeinsam planten. Hier eine Reise von
von Göttingen durch den Norden Deutschlands und auf dem anderen leider nur schwer erkennbaren Skizze, dass sie auch die Gartenanlagen für die Schlossbauten gemeinsam planten. Für Montbéliard war Franziska von Hohenheim jedoch politisch völlig unbedeutend. Franziska hatte nämlich einen gewissen Nachteil, sie war wohl dem Französischen nicht mächtig. Dies zeigt sich anhand der Schreibweise französischer Worte in ihrem Tagebuch und noch deutlicher anhand Korrespondenzen mit Personen in Montbéliard auf Französisch. Diese verfasste nämlich ihr Gemahl Karl Eugen. Wie man hier sieht, das sind Schreiben, die im Namen von Franziska von Hohenheim verfasst wurden, aber in der Schrift Karl Eugens. Und dass seine Frau oder seine Geliebte zunächst kein Französisch konnte, amüsierte Karl Eugen offensichtlich sehr. Denn er unterschrieb diese Schreiben nicht nur als Comtesse de Hohenheim, sondern auch zum Beispiel als Comtesse de Engele oder als Comtesse de Grevendorf, was wohl eine Anspielung auf die Mätresse Herzog Ebert Ludwigs Wilhelmine von Grävenitz zu verstehen ist. Der Bedeutungsgewinn seines Bruders und die Sprachbarriere seiner Geliebte waren wohl nicht zuletzt auch ein Grund für die erneute Abwendung Herzog Karl Eugens von Montbéliard. Der Beginn der Französischen Revolution 1789 läutete das Ende der Zugehörigkeit Montbéliards zu Württemberg ein und markierte zugleich eine letzte Phase der eigenhändigen Regierung Karl Eugens links des Rheins. Die angespannte Situation führte nämlich zum Streit zwischen den Brüdern über die Frage, wie eigentlich vorzugehen sei und schließlich auch zum Zerwürfnis. Karl Eugen nahm daraufhin das Heft des Handelns in Montbéliard wieder selbst in die Hand. Es war das letzte Mal, dass Karl Eugen die Alltagsgeschäfte in Montbéliard eigenhändig übernahm. Er versuchte, das Schlimmste abzuwenden, konnte die Einnahme Montbéliards am 10. Oktober 1793 während des Ersten Koalitionskriegs nicht abwenden. Er sah selbst starb nur wenige Tage später am 24. Oktober 1793 selbst. Damit endete ein Kapitel gemeinsamer württembergisch-mömpelgardischer Geschichte. Die Auseinandersetzung mit den eigenhändigen Schreiben des Herzogs und seiner alltäglichen Regierungsunterlagen verdeutlicht, dass Wissen und Engagement des Herzogs in Bezug auf Montbéliard zumindest keinesfalls konstant waren. Herzog Karl Eugen ließ zunächst viele Jahre verstreichen, bevor er sich den alltäglichen Regierungsgeschäften widmete und zog sich daraufhin wiederholt auch von diesen zurück. Phasen, in denen sich Karl Eugen mit bis hin zu den kleinsten Angelegenheiten gewöhnlicher Untertanen beschäftigte, wechselten sich mit Zeiten ab, in denen Montbéliard völlig außerhalb seines Blickfelds lag und Entscheidungen von anderen Akteuren getroffen wurden. Ich komme zum zweiten Teil, zu den Themen der alltäglichen Regierungspraxis. Die Frage, mit welchen Themen sich Verwaltung und Regenten in der frühen Neuzeit im Alltag beschäftigten, ist schon intensiv diskutiert worden. Im Falle Karl Eugens hat man sich beispielsweise mit den Künsten, den Finanzen, dem Schlossbau, der Bildung und dem Kriegswesen auseinandergesetzt. Die Verwaltungsthemen jedoch quantitativ zu erforschen, erschien bisher als quasi unmögliches Unterfangen. Fehlende und stark verstreute Quellenbestände sowie eine zu hohe Anzahl an Angelegenheiten ließen ein derartiges Unterfangen auch exemplarisch nur für ein einziges Jahr unmöglich erscheinen. Der recht begrenzte Raum der Grafschaft Montbéliard und die besondere Überlieferungssituation in Form von Diarien oder Sammlungen dem Herzog vorgelegter Angelegenheiten ermöglichen es, dies zumindest zu versuchen.
Anhand der dem Herzog zur Entscheidung vorgelegten Verwaltungsangelegenheiten werde ich nachfolgend exemplarisch für das Jahr 1772 herausarbeiten, mit welchen Themen er sich im politisch-administrativen Alltag beschäftigte. Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann ich eigentlich nicht erheben, auch wenn ich versucht habe, alles durchzuschauen, was es gab. Das Jahr 1772 ist auch darüber hinaus eigentlich beispielhaft herausgegriffen. Es war eine Phase intensiven Interesses des Herzogs, was darauf schließen lässt, dass er besonders bemüht war, dass man ihm alle Angelegenheiten vorlege, worauf man hoffentlich auf eine gewisse Vollständigkeit zumindest hoffen kann. Im Jahr 1772 bearbeitete Herzog Karl Eugen 91 Anfragen aus Montbéliard, zuzüglich noch weitere Angelegenheiten, die er vor Ort bearbeitete. Es war eine recht gewöhnliche Anzahl. Der Sekretär des Mömpelgarder Departements, Karl Friedrich Feuerlein, erfasste beispielsweise, wenn man sich das Jahr 1738 anschaut, 87 Anbringen und Relationen. Thematisch lassen sich die an Karl Eugen gerichteten Schreiben auf folgende Themenbereiche verteilen, wie Sie das hier sehen. Natürlich konfessionellen Fragen, Adelsangelegenheiten, Schloss- und Gartenbau, die herzogliche Familie, Anfragen von Städten und Gemeinden, in diesem Fall besonders von der Stadt Montbéliard, auswärtige Angelegenheiten, in diesem Fall auch besonders mit Frankreich, Wirtschaft und Finanzen, Beamten und ihre Verwaltungspraxis sowie Untertanenanfragen. Interessant ist zu beobachten, dass Themen wie Militär und Konfession keine wirkliche Rolle spielten. Die geringe Bedeutung hierfür hing wohl nicht zuletzt auch mit der konfessionellen Orientierung des Herzogs zusammen. Stattdessen befasste sich der Herzog intensiv mit den Problemen der herzoglichen Familie, auswärtiger Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen sowie den Beamten und ihrer Verwaltungspraxis. Mit Abstand am häufigsten befasste er sich jedoch mit den Angelegenheiten einzelner gewöhnlicher Untertanen. Diese stellten ca. 41% aller Karl Eugen vorgelegte Angelegenheiten dar. Die Häufigkeit von Anfragen gewöhnlicher Untertanen deckt sich mit den Beobachtungen der Supplikationforschung bzw. der Forschung zu Bittschriften, die bereits auf die großen Mengen an Bittschriften und den zeitlichen Aufwand, derer Bearbeitung sie für die Obrigkeit bedeuteten, hingewiesen hat. Die Anfragen der Untertanen selbst verteilen sich auf eine weite thematische Bandbreite und erstrecken sich von Anwärtern auf die Hohe Karlsschule über Gewerbeprojekten bis hin zu Entlassungen aus der Leibeigenschaft. Die Themenfelder waren somit breit gestreut. Die oft diskutierten Themen der Konfession, des Schloss- und Gartenbaus, der wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten oder die Stände, Mobiliar natürlich relativ begrenzt, spielten in der alltäglichen politisch-administrativen Entscheidungspraxis eine wichtige Rolle. Quantitativ gesehen waren die Untertanen und ihre Bedürfnisse jedoch mit Abstand am präsentesten. Karl Eugen setzte sich intensiv mit ihren Problemen auseinander und versuchte auch, wenn er viele Gesuche ablehnte, gewisse mehr oder weniger individuelle Lösungen zu finden. Diese Beobachtung bestätigt die These André Hollensteins, wonach die Belange der Untertanen den Ausgangspunkt für das meiste Regierungshandeln bildeten. Ich komme zum dritten und letzten Teil. Herzog Karl Eugens Wissen über Montbéliard war, wie die Analyse bisher verdeutlicht hat, doch recht begrenzt. Sein Wissenshorizont wuchs ab dem Jahre 1755 durch die Lektüre von Abhandlungen oder der persönlichen Inaugenscheinnahme. Er war jedoch auch zugleich durch andere parallele Beschäftigungen, die Abgabe der Geschäfte beispielsweise in den 1760er Jahren sowie dem unausweichlichen Prozess des Vergessens vielfach gebrochen. Karl Eugen befand sich somit in einem Spannungsverhältnis,
aus dem Anspruch, alles entscheiden zu können einerseits und der Unmöglichkeit dieses Unterfangs andererseits. Um dieses Spannungsverhältnis zu überbrücken, bedient er sich ausgeklügelter Inszenierungspraktiken, die den Menschen zumindest glauben lassen sollten, dass er alles selbst mache und über alles im Bilde sei. Diese Inszenierungspraktiken möchte ich in einem dritten Teil näher untersuchen. Ich werde erstens die bildlichen Selbstdarstellungen, zweitens die Reisepraktiken und drittens die Schreibpraktiken, also wieder sein eigenhändigen Schreiben, untersuchen. Herzog Karl Eugen scheute, wie wir es schon wissen, keine Kosten und Mühen, sich angemessen darstellen zu lassen. Seine weitreichenden Anspruch auf absolute Macht ließ er nämlich nicht nur in prächtigen Bauwerken, sondern auch in einer ausgeprägten bildlichen Selbstdarstellung verewigen. Neben gewöhnlichen Brustporträts ohne weitere Ausschmückung finden sich zum einen zahlreiche Darstellungen des Herzogs als Förderer der Wissenschaft und Künste. Wie hier zum Beispiel sieht man ihn inmitten von Schülern und Lehrenden der Hohen Karlsschule oder als Lehrer der Festungsbaukunst. Mit diesen Darstellungen propagierte der Herzog sein Engagement für die Bildung und machte zugleich seine Teilhabe an der Aufklärung deutlich. Zum anderen, und das ist hier für mich jetzt wirklich zentral, ließ sich Karl Eugen als arbeitsamer und informierter Herrscher darstellen. Durch den Maler Jakob von Scheller ließ sich Karl Eugen 1782 am Schreibtisch sitzend eine Urkunde Kaiser Josef II. In der Hand haltend abbilden. Scheller ließ dabei ein Papier auf den Schreibtisch hervorragen, auf dem steht: Karl der 12. Herzog von Württemberg, zu Württemberg, Stifter der herzoglichen Karlsakademie und Vater der Weisen. Mit dieser Komposition vereinte Scheller mehrere Eigenschaften des Herzogs. Durch das Setting des Büros stellte er zunächst als arbeitsam dar. Die kaiserliche Urkunde und der Hermelinmantel verdeutlichen den Anspruch des Herzogs, souveräner Herrscher Württembergs zu sein. Durch das Schreiben, das auf sein Engagement für seine Untertanen wies, und die sitzende Haltung stellte er sich schließlich als arbeitsamer und volksnaher Herrscher dar. Weiters häufiger finden sich eine zweite Variante des arbeitsamen und informierten Herzogs, die ihn an seinem Schreibtisch im Schloss stehend darstellt. Ich habe nur 4 verschiedene Varianten hier herausgegriffen. Der Anspruch auf informationsbasierte Herrschaft wird in diesem Gemälde auf mehreren Ebenen bemerkbar. Zunächst einmal durch das räumliche Gefüge des Arbeitszimmers, welches durch den barocken Schreibtisch deutlich wird. Weiterhin durch eng mit Wissen verknüpfte Artefakte, wie wenn man genau hinschaut, Federn und Tinte, sowie eine Vielzahl an Schriftstücken und Briefen, die Karl Eugen sowohl in seiner Hand hält, als auch auf dem Tisch vor sich liegen hat. Und schließlich, das ist wirklich wichtig, durch die Geste, bei der der Herzog auf einen noch verschlossenen Brief auf dem Schreibtisch deutet. Mit dem Motiv des informierten Herrschers hatte der Maler Nicolas Guibal eine weit verbreitete Darstellungsform allwissender Macht aufgegriffen. Bereits der spanische Vizekönig von Hispaniola, Nicolas de Ovando, und der französische Marineminister Jean-Baptiste Antoine de Colbert, 2, muss man wirklich sagen, Urväter informationsbasierter Herrschaft, hatten sich mit Papieren und Briefen am Schreibtisch sitzend darstellen lassen. Das Porträt Karl Eugens sollte jeden Besucher vor Augen führen, dass ihr Gastgeber nicht uninformiert und willkürlich regiert, sondern seine Herrschaft bedacht auf der Basis eines komplexen und intensiven schriftbasierten Netzwerks der Informations- und Wissensgewinnung ausübte. Mit den Briefen
griff der Maler zudem auf das Konzept der Supliken bzw. Bittschriften zurück. Er verdeutlicht damit, dass Karl Eugen dem Volk zuhörte. Gegenüber den vielen anderen Porträts, die meist Unikate sind, ließ Karl Eugen von dieser Darstellung zahlreiche Kopien anfertigen, wie man sie hier sieht. Neben jenem imposanten Gemälde in der Abendgalerie in Ludwigsburg, das kleine mittlere Bild, finden sich Darstellungen Karl Eugens in derselben Pose auch an verschiedenen anderen Orten wieder. Ein Exemplar hängt im Schloss Solitude, ein weiteres ist in den Beständen des Stadtarchivs Stuttgart überliefert, eines im Ebert-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart verbrannte während eines Bombenangriffes im Zweiten Weltkrieg und eines hängt im Schloss Hohenheim. Die weite Verbreitung dieser Darstellungsweise verdeutlicht, welche große Bedeutung Karl Eugen der Wahrnehmung seiner selbst als arbeitsamer und informierter Herrscher beimaß. Ebenso wichtig wie die bildliche Darstellung waren im politisch-administrativen Alltag des 18. Jahrhunderts die Körperlichkeit und Anwesenheit des Regenten. Der natürliche Körper, materieller Körper des Herrschers, repräsentierte nämlich den unsterblichen politischen Körper seines Reiches. Die Körperlichkeit diente jedoch nicht nur als Metapher. Die Bereisung des Landes durch den Herrscher und damit verbunden die körperliche Anwesenheit des Regenten gehörte im 18. Jahrhundert zu den Unerlässlichkeiten guter Regierungspraxis. Dem war man auch in Württemberg natürlich bewusst. Der württembergische Bibliothekar und Historiograf Johann Gottlieb Schott hielt noch 1798 in seinem Ehrendenkmal zum Tode Herzog Friedrich Eugens fest, welch große Wirkung es bei der Bevölkerung Montbéliards hatte, dass sich dieser 1769 dort niedergelassen hatte. Die Erscheinung und Niederlassung Herzog Friedrich Eugens mit seiner zahlreichen Familie verbreitet also unter ihnen der Bevölkerung Freude, Leben und Wohlstand. In den ersten Regierungsjahren war Karl Eugen die Wirkmächtigkeit körperlicher Anwesenheit offensichtlich nicht ganz bewusst. Dies änderte sich in Bezug auf Montbéliard in den 1770er und 80er Jahre. Karl Eugen reiste regelmäßig in seine linksrheinischen Territorien und trat volksnah und paternalistisch auf. Dies wird besonders anhand eines Berichts deutlich, den der Sekretär des Magistrats der Stadt Montbéliard, Joseph Léonard Fallot, zum Aufenthalt des Herzogs vom 18. bis zum 26. Dezember 1770 verfasste. Wir sehen ihn hier links. Ein Kernanliegen der Anwesenheit des Herzogs in Montbéliard war zunächst der Austausch mit den Beamten, seinen Vertretern vor Ort. Am 19. Dezember 1770 empfing Karl Eugen die wichtigsten politisch-administrativen Vertreter Montbéliards, unter anderem den Gouverneur. Am darauffolgenden Tag schon nahm er an einer Sitzung des Conseils teil. Am 24. Dezember leitete er eine Sitzung sogar selbst. Diese Aktivitäten dienten weniger dem aktiven Betreiben von Politik, sondern müssen als performativer Akt angesehen werden. Sie dienten der symbolischen Kommunikation mit den Vertretern der politisch-administrativen Elite. Karl Eugen demonstrierte seine Anwesenheit und gab zugleich seine Wertschätzung preis. Ähnlich verfuhr Karl Eugen auch mit der Bevölkerung. Am 22. Dezember 1770 beispielsweise hielt er ganztägig Audienzen ab. Um seine Nähe zur Bevölkerung zu untermauern, nahm er auch mehrmals ein Bad in der Menge. Die dabei Vive Charles, le bien-aimé, le père de la patrie, schrie. Besondere Aufmerksamkeit erhielt Karl Eugens Teilnahme an einer protestantischen Messe in der Kirche Saint-Martin am 23. Dezember. Die verdeutlicht,
dass Karl Eugen bemüht war, die konfessionellen Gräben zu überwinden und seine Funktion als Oberhaupt der lutherischen Landeskirche durchaus wahrnahm. Interessant ist an dieser Stelle zu beobachten, dass Karl Eugen zu diesem Anlass bewusst die Kirche Saint-Martin inmitten der Stadt und nicht die Schlosskirche besuchte. Mit der Wahl der Kirche Saint-Martin im Zentrum der Stadt setzte Karl Eugen ein Zeichen für seine Volksnähe und Väterlichkeit. Große Bedeutung nahm bei all diesen Veranstaltungen der Körper des Herzogs ein. Karl Eugen aß während seines Aufenthaltes in Montbéliard nicht nur in Anwesenheit anderer Mitglieder des Hauses Württemberg und der Mächtigen des Landes, sondern im Beisein einer Bevölkerungsmenge. Ein besonderes Privileg war es, den Herzog berühren zu dürfen. Der Sekretär Fallot hielt in seinem Bericht zum Besuch Karl Eugens im städtischen Krankenhaus explizit fest, dass Karl Eugen den Leiter bei der Hand genommen habe und ihm dabei gesagt habe, er solle ihm folgen. Der Körper des Herzogs hat einen quasi sakralen Wert. Der Magistrat der Stadt Montbéliard bezeichnete den Herzog in einem 22. Dezember mündlich vorgetragenen Bitte als Person sacrée, heilige Person. Es sei eine große Ehre, Zugang zu seiner heiligen Person zu bekommen. Karl Eugen verband seine körperliche Anwesenheit in Montbéliard auch mit dem Einlösen seines Informationsanspruches. Vor seiner Rückfahrt nach Stuttgart ließ er am 26. Dezember verlauten, J'ai trouvé cette occasion trop belle, pour ne pas guider par mes devoirs de souverain, m'informer le plus exactement et le plus scrupuleusement de tout ce qui a rapport à la forme de gouvernement. Ich fand die Gelegenheit zu gut, um mich nicht, geleitet von meinen Pflichten als Herrscher, so genau und gewissenhaft wie möglich über alles zu informieren, was mit dem Zustand der Regierung zu tun hat. Was der Herzog mündlich propagierte, setzte er auch in die Tat um. Am 23. Dezember besuchte Karl Eugen die Mühlen des Doubs und den städtischen Park, der sich nördlich der Stadt befand. Am darauffolgenden Tag nahm er die Uhrenfabrik des Monsieur Paul und das städtische Krankenhaus in Augenschein. Am 25. Dezember fuhr er erneut aus und besichtigte eine zur Bewässerung der Felder bei Valentinier errichteten Kanal. Durch diese kleinen Ausflüge verschaffte sich Karl Eugen einen Eindruck des Landes und stellte zugleich auch seine körperliche Anwesenheit in der Grafschaft zur Schau. Dies zeigt, dass Reisen der Herrscher in der frühen Neuzeit, Karl Eugen folgte einer gängigen Praxis, da auch andere zeitgenössische Herrscher, denken wir an Kaiser Joseph II., bereisten ebenfalls ihre Länder intensiv, eine enge Verschränkung von Praktiken des Informierens und der Im-Augenscheinnahme mit Körperpraktiken waren. Die Reisen des Herzogs waren folglich eine inszenierte körperliche Informationsakquise des Herrschers. Neben bildlichen Darstellungen und der körperlichen Anwesenheit des Herrschers spielt auch das Schreiben eine zentrale Rolle. Insbesondere natürlich in einer Distanzherrschaft, wo der persönliche Kontakt meist unmöglich war, war diese Rolle umso wichtiger. Neben den bereits gezeigten Publikationen hier trat Karl Eugen für die Menschen durch eigenhändige Bearbeitungen in Verwaltungsschreiben in Erscheinung. Karl Eugen setzte seine eigene, doch recht markante und wiedererkennbare Handschrift nämlich bewusst ein. Nach der Übernahme der Geschäfte 1755 untermauerte er seine Autorität und Entscheidungskompetenz zunächst durch das Hinzufügen einzelner Worte, wie wir in diesem Verwaltungsschreiben, in dem Konzeptreskript am Anfang schon gesehen haben. Das Hinzufügen lässt sich als Inszenierung der eigenen Wissensakquise verstehen. Durch seine eigenhändigen Noten machte er die getroffene Entscheidung, die Schreiben sind ja vorformuliert von seinen Sekretären, zu seinen eigenen Entscheidungen. Er zeigte damit,
dass er selbst Herr seiner Entscheidung war. Oder um es in seinen Worten zu fassen, dass er Maître par soi-même, sein eigener Meister sei. Mit der Zeit wurde aus der Inszenierung zunehmend auch eine tatsächliche Involvierung in den Entscheidungsprozess. Ich denke nur hier an das linke Dokument. Carlo Eugen ergänzte die eingehenden Schreiben nicht mehr nur um einzelne Worte, sondern machte sich Notizen auf den Zusammenfassungen der eingehenden Schreiben, die die Sekretäre für ihn anfertigten. Diese Randnotizen, die Sie auch sehen können, zeugen von den tatsächlichen Abwägungsprozessen des Herzogs. Sie zeigen, dass Carlo Eugen jeden Fall einzeln abwog und sich mit diesen zumindest grob beschäftigte. Um auch den Menschen im Montbéliard dies zu verdeutlichen, ließ er seine Entscheidung direkt auf das eingehende Schreiben notieren und unterzeichnete diese eigentlich. Das rechte Schreiben. Durch diese Praktik zeigte Carlo Eugen seinen Untertanen in Montbéliard, dass sie sich ihrer Sache persönlich annahm. Wie hier anhand einer Bitte der Bauern des Dorfes Magny d'Anigon deutlich wird. Das ist wirklich, kann man sagen, im 18. Jahrhundert eines der weit entferntesten Orte von der württembergischen Herrschaft zentral in Stuttgart. Jeden Menschen, der sich an ihn richtete, egal ob nah oder fern, von hohen oder niederen Standes, widerfuhr die Ehre, ein persönlich beantwortetes Schreiben zu erhalten. Mit jedem Schreiben schenkte der Herzog den Schreibenden ein Stück seiner Aufmerksamkeit. Durch diese Schreibpraktik konnten die Menschen in Montbéliard die Bemühungen spüren, auch wenn der Herzog körperlich nicht vor Ort anwesend war. Carlo Eugen löste damit in gewisser Weise das ein, was er in seinen Porträts, die wir gesehen haben, darstellen ließ und was er den Menschen während seiner Reisen vor Ort mündlich verkündete. Ich komme zum Ende meines Vortrags. Was bleibt, wenn man Carlo Eugen aus der Perspektive Montbéliards und aus seinem eigenhändigen Schreiben heraus untersucht? Zunächst einmal haben wir gesehen, dass sein Wissen und Engagement sehr wechselhaft waren. Von einem absoluten Wissen war er weit entfernt. Phasen, muss man sagen, ohne Interesse wechselten sich mit Phasen mit intensivem Engagement ab. Andere Akteure hatten dabei auch großen Einfluss. Denken wir an seinen Bruder Friedrich Eugen, der zu einem unerlässlichen Korrespondenzpartner wurde, oder Franziska von Hohenheim, die ohne Französischkenntnisse zu einem gewissen Rückzug des Herzogs führte, oder die Geheimräte und Kabinettssekretäre und so weiter, die alle nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Zur selben Zeit war Carl Eugen mit einer Unzahl an Anfragen aus unterschiedlichsten Themenfeldern befasst, die sehr konstruiert waren und bei denen Anfragen von Untertanen eindeutig dominierten. Die Inszenierung informationsbasierter Herrschaft war dementsprechend umso wichtiger. Nicht zuletzt aus diesem Grund ließ er sich als informierter Herrscher in seinen Porträts darstellen, propagierte dies während seiner Reisen und setzte bewusst seine eigenhändige Schrift ein. Ich hoffe, mit meiner kleinen Präsentation Ihnen heute gewisse interessante, vielleicht auch neue Perspektive eröffnet zu haben. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und wir danken Ihnen, lieber Herr Finkeldey, sehr für Ihre sehr spannenden, auch sehr instruktiven Ausführungen. Es war vor allen Dingen auch spannend nachzuvollziehen, wie Sie so am Beispiel und auch aus der Perspektive Montbéliards die Regierungspraxis Carl Eugens aufgezeigt haben und festzustellen, dass er sich dann ab 1755 doch sehr das politische Handeln auch an sich zog, auch wenn es da natürlich auch wechselnde
Taten gab. Jetzt gibt es die Möglichkeit für alle Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie dazu so diese Spalte Fragen, nicht die Chat-Funktion. Also eine Frage ist noch nicht eingegangen, aber ein Lob mit großem Gewinn und auch Vergnügen zugehört. Ganz herzlichen Dank, schreibt Stefan Monhardt. Und jetzt gibt es auch eine Frage von Herrn Schnur. In welcher Sprache kommunizierte Karl Eugen mit und in Mömpelgard? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Herzog Karl Eugen war, wie seine Brüder auch, also Friedrich Eugen und Ludwig Eugen, die waren alle drei im Prinzip bilingual, auch schon durch ihre Erziehung bedingt. Man denkt dadurch, dass sie von dem Gouverneur von Montolieu, der auch Gouverneur von Mömpelgard eine Zeit war, erzogen wurde über weite Strecken und dementsprechend zweisprachig. Das heißt, in dem Moment, wo sie in Mömpelgard waren, schreiben und sprechen sie auf Französisch. Das ist eigentlich ganz klar. Und in dem Moment, wo Sie aber in Stuttgart sind, dann werden die eingehenden Schreiben, die auf Französisch sind, von seinen Sekretären auf Deutsch bearbeitet. Und er quasi unterschreibt das Ganze und bearbeitet das auch teilweise auf Deutsch zurück. Also wir haben wirklich einen quasi bilingualen Verwaltungsprozess da drin. Genau. Ich hoffe, ich konnte damit die Frage beantworten. Vielen Dank. Weitere Fragen sind noch nicht eingegangen. Dann habe ich auch noch eine Frage. Also ich fand es auch sehr interessant, wie Sie anhand der Abbildungen oder der Porträts von Herzog Karl Eugen und auch seinen Schreiben dargelegt haben, wie sich der Karl Eugen so als allwissender, auch als sehr fleißiger Regierungshandelnder dargestellt hat. Sie hatten zwar zwei andere Beispiele, aber ist das typisch, also auch für Herrscher in der Zeit, gibt es da auch andere Beispiele von Fürsten, die sich in eben solcher Weise haben porträtieren lassen? Das ist eine wirklich gute Frage. Tatsächlich, diese zwei Beispiele, die ich gewählt habe, sind eigentlich nur ein von mehreren. Ich habe den jüngeren Colbert gewählt. Der ältere Colbert hat sich auch in ähnlicher Weise dargestellen lassen. Aber es ist insbesondere auch eine Darstellungsweise, die wirklich darauf abzielt, wirklich sich auch als, wie soll man sagen, in einem Falle Philipp II. Von Spanien, der sich auch so darstellen lässt, spricht man von einem Papierherrscher. Also ein Herrscher, der sich mit Papieren darstellen lässt, der soll wirklich zeigen, dass es jemand ist, der sich den Sachen wirklich persönlich annimmt und arbeitsam ist, was ja auch tatsächlich auch der Fall war. Also wenn man sich die Verwaltungsunterlagen anschaut, sieht man wirklich den Herzog, der sich um einfache Untertaninnen auch beschäftigt, die einfach nach irgendwelchen Almosen fragen. Auch das bearbeitet er, als ob es ein wichtiges Schreiben wäre. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und diese Darstellung auch in Bildern ist etwas, was auch ein wirklich in dieser Zeit wiederkehrendes Motiv ist, weil dadurch ist es wirklich so, dieser allwissende Herrscher. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was auch diese Absolutismus-These beflügelt hat, weil man gewisserweise dann auch dazu verleitet wird, sogar das als real zu nehmen. Und wenn man aber dann wirklich kleinteilig sich das anschaut, dann merkt man, oh, da gibt es Phasen, da ist der Herzog auf einmal ganz anders beschäftigt. Genau, aber mit diesen Darstellungsweisen, genau, also das ist etwas, was häufiger vorkommt und doch eine wirklich, wirklich interessante Art der Darstellung ist. Weil es ist nicht nur prächtig, prächtig oder Aufklärung, sondern es ist der Herzog als Verwalter. Der Herzog als der, der über alles Bescheid weiß. Und das drückt ja auch eine Volksnähe aus, also durchaus eine Nähe auch zu den Untertanen, auch wenn man berücksichtigt, Sie haben das jetzt ja nur für ein Jahr natürlich nur darlegen können, aber wenn 40% der Schreiben und der Dinge, mit denen er sich beschäftigt, sich auf die Untertanen bezieht, finde ich das doch ganz beachtlich. Ja, das, jetzt, da kann ich nur, ich habe Sie nicht unterbrochen, hoffentlich.
Nein, ich habe nur zwei neue Fragen sind eingekommen, die ich auch Dann gerne. beantworte ich das eben noch. Ja, also diese 41% Untertanen, ich glaube, es gibt eben möglicherweise Jahre, da ist das noch extremer. Es ist noch extremer, also ich glaube für das Jahr 1771, die anderen Jahre konnte ich nur überfliegen, sind es noch mehr Anfragen, Herr Herzog. Und das deckt sich wirklich mit dem, was auch die Supplikationsforschung in den letzten gezeigt hat. Die hat darauf gezeigt, naja, dass das für diese ganzen Verwaltungen, die Untertanen eigentlich quasi einen Großteil des ganzen Verwaltungshandels überhaupt irgendwie auslösen. Und was im Falle Württembergs und Karl Eugens wirklich doch wirklich ein Stück weit auch beeindruckend ist, dass er das in gewissen Phasen einfach alles selbst erledigt. Und das ist wirklich, muss man sagen, in gewisser Weise doch eine gewisse Leistung für so eine Person. Das denke ich auch, denn es kamen ja nicht nur Anfragen, Supplikenberichte aus Montbéliard ein, sondern eben auch aus dem weiteren Herrschaftsgebiet. Und das knüpft eigentlich dann gerade auch an eine Frage an, die Frau Gutekunst stellt, ob es offensichtliche Unterschiede gibt zwischen der Distanzherrschaft und der Herrschaft in Württemberg. Also ein erster großer Unterschied ist die Sprache. Das ist natürlich ganz klar. Es gibt natürlich ein großer Teil läuft auf Französisch, so dass wir eigentlich, wir haben ja keine Suppliken oder Bittschriften, das sind alles Requêtes in dem Fall. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein zweiter Punkt ist die zeitliche Dauer, die so eine Bearbeitung in Anspruch nimmt. Das ist natürlich deutlich länger, wenn man sich überlegt, das Schreiben kommt von Mömpelgard und überquert einmal das gesamte Rheintal und dann nochmal den Schwarzwald, bevor es nach Stuttgart und dann muss es bearbeitet werden und zurückgesandt werden. Dann wird es zwischendurch noch übersetzt. Das macht das Ganze natürlich ein ganzes Stück komplexer, als wenn man einfach, sagen wir mal, aus Herrenberg eine Bittschrift an den Herzog schickt. Das ist verhältnismäßig einfacher. Klar, man hat quasi auch einen gewissen, also Grenzen zu überschreiten im 18. Jahrhundert, weil Mömpelgard ist weitestgehend quasi abgekapselt. Also es gibt klar eine Verbindung auch über das Fürstbistum Basel. Also da gibt es eine gewisse Landverbindung, aber im Grunde, wenn es darum geht, die Briefkorrespondenz zwischen Stuttgart und Mömpelgard läuft eigentlich immer über Belfort und damit das Königreich Frankreich. Und man muss sagen, das ist auch dann etwas Besonderes, weil die französischen Beamten lesen vieles mit. Und das ist etwas, worüber es auch immer wieder Beschwerden gibt. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Postverbindung, dass man zwei Postnetze nutzt. Und zwar einerseits das Postnetz, das königliche Postnetz in Frankreich. Und schickt die Sachen quasi über, also von Belfort nach Straßburg. Und dann hat man einen württembergischen Agenten, das ist eine ganze Weile Jean-Louis Treitlinger, der quasi mit seiner Ehefrau zusammen, die kommt nämlich öfters auch her, diese Briefe dann an die Turn- und Taxispost weitergibt, die dann wieder ins Württemberg weiterleitet. Also wir haben, der Unterschied ist einfach, dass es sprachlich komplexer ist und dass quasi der ganze Prozess des Versendens auch deutlich komplexer und schwieriger ist. Das kann man sich gut vorstellen. Um den Kommunikationsfluss dazu gibt es noch eine weitere Frage von Herrn Monhardt. Der fragt, ob den Herzog sämtliche Anfragen und Bittschriften auf direktem Weg erreicht oder ob die Beamten da filternd eingreifen oder ob sie vorsortieren? Also wie gesagt, muss man da zwischen den verschiedenen Phasen der Regierung unterscheiden. Quasi, wenn man die Zeit vor 1755 anschaut, gibt es eigentlich nur Filter. Also der Gouverneur von Gemmingen, der in Montbéliard sitzt, der entscheidet erstmal, was überhaupt nach Stuttgart versandt wird. Was dazu führt eben, dass wir eben 1750 gibt es eine Frau, die angeblich eine Hexe ist, die verschwindet dann und dann sorgt der Gouverneur von Gemmingen dafür, dass überhaupt gar nichts nach Stuttgart kommt davon.
Das ist für die Zeit nach 1755 dann nochmal anders, weil dann die Sachen an den Herzog weitergeleitet werden. Und es gibt insbesondere für die 1770er Jahre eigentlich keine Zeichen dafür, dass die Sachen nicht direkt an ihn auch weitergegeben werden, sondern die Zeichen sind schon dafür dahingehend, dass quasi das direkt den Herzog erreicht. Was die Kabinettssekretäre machten, sind Zusammenfassungen zu schreiben. Also wir haben eine Bittschrift, das ist ein Folioblatt, muss man sich das vorstellen in den meisten Fällen. Und da erzählen die ganz viele andere Sachen natürlich, sehr viele Floskeln, Votre Humble, Altesse, Serenissime und sowas. Da wird natürlich sehr viel drumherum geredet. Und auch andere Sachen erzählt, das halbe Leben erzählen die Leute meistens auch da drin. Und das wird natürlich dann weitestgehend rausgetilgt und auf den Kernanliegen reduziert, sodass quasi Karl Eugen, wenn man sich überlegt, Mömpelgard ist wirklich nur ein kleiner Teil Württembergs, dass der überhaupt irgendwie da damit zurechtkommen kann, mit diesen wirklichen Massen an Dingen, die er ihm quasi entgegenfliehen. Oder also man muss sagen, diese Informationsflutwelle, die ihn quasi andauernd erreicht. Genau. Machen denn die Sekretäre oder Referenten, die vielleicht auch noch diese Schreiben zu Gesicht bekommen, machen die dann schon Vorschläge, wie man damit umzugehen hat, oder wird das dann dem Herzog überlassen? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil in dem Moment, wo man diese Zusammenfassung schreibt, das ist erstens, das ist ja ein vielfacher Übersetzungsprozess. In dem Moment, wo man kürzt, kürzt man Informationen natürlich weg. Dann kommt diese sprachliche Ebene noch. Also wir haben eine inhaltliche Übersetzung, wir haben eine sprachliche Übersetzung. Und da fließt dann an ein oder anderen Stellen, hat man schon den Eindruck, dass dann quasi der Inhalt dann auch ein bisschen so gekürzt ist, dass das eine ausgeschlagen wird, wo man sagt, naja, diese Untertanen, das ist nur halt so, Karl Eugen schreibt einfach dann mal fondé, also schlecht begründet dann einfach dann. Genau, also das kommt tatsächlich so vor. Und diese Sekretäre und diese Sekretärenfamilien sind wirklich eine sehr interessante Gruppe, weil insbesondere die Familie Georgi, Feuerlein und Schmiedlein sind auf beiden Seiten des Rheins vertreten. Also das ist wirklich so ein Württemberg-Mömpelgardisches Phänomen, dass sie wirklich in beiden Seiten vertreten sind. Und genau, die werden dann auch, also eben damit, dass sie quasi diese Zusammenfassung schreiben, ist das natürlich, sind das Akteure, dessen Einfluss man nicht irgendwie negieren kann, sondern das sind sehr mächtige und einflussreiche Personen dann auch. Auch wenn sie verhältnismäßig nur Sekretäre heißen, sind das Personen, die auf diese ganzen Prozesse doch erheblichen Einfluss haben. Ja, vielen Dank. Herr Winkel, da jetzt sind keine weiteren Fragen eingegangen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren auch sehr anschaulichen, sehr schönen Vortrag. Ich danke auch Herrn Kraut vom Hauptstaatsarchiv für die technische Unterstützung. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, dass Sie teilgenommen haben, für Ihr großes Interesse, Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal und vielleicht dann auch wieder in Präsenz im Hauptstaatsarchiv. Machen Sie es gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.